Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Ja, geht doch. Richtig? Ja. Ja, also vielleicht sollten wir gleich, Vielleicht sollten wir erstmal guten Tag sagen, guten bevor Tag du jetzt und willkommen hier in medias res. Ja, ja. Gehst. Willkommen und, wo gehe ich hin? Nach ich habe nicht verstanden, medias res. Das ist irgendwas Lateinisches, ich habe kein Latein gehabt. Ja. Mittendrin. Ja. Aber warum sagen wir das nicht? Willkommen zur 42. Folge von Sträter bei der Streber, der Podcast. Vielleicht sollten wir mal ganz am Anfang nochmal klären, ja. dass wir ab sofort unseren Podcast praktisch. Ja, was soll das denn? Was machen wir? Dass wir unseren Podcast praktisch in zwei Teile teilen. Genau, weil sich Leute beschwert haben, ja, wegen der Zuschauerpost. Einer. Viele meinten, also Roland, nein, Quatsch, das war gar nicht Roland, aber einige Leute meinten, dass wir uns zu lange mit den Zuschauerfragen und Post aufhalten, und das mag ja auch sein. Der vorletzte deswegen, war irgendwie 90 Minuten lang, und das muss ja auch nicht sein. Genau, deswegen machen wir das Stunde jetzt. Eine Stunde ist eine schöne. Das sind doch unsere Zuschauer. Ja. Ja, aber denk doch mal, dann haben die jetzt doppelt was davon, dann haben die jetzt zweimal. Genau, und wir zweimal im Monat, da freut man sich doch. Ja, stimmt. Genau. Mehr fürs gleiche Geld. Ach, wem gehört das hier? Wem gehört das hier? Eigentlich gehört das dem Henry, aber jetzt hast du schon deine. Wieso liegt hier Essen auf dem Tisch? Ja, weiß ich auch nicht, das ist noch übergeblieben. Also. Das ist lecker. Das ist Wickenburg in Bochum. Naja, eigentlich war das. Eigentlich war. Ja, super. Ach so. Ja. Dann warte einfach noch zwei Tage, dann hole ich dir ein neues Teil. Teilchen. So, womit fangen wir denn an, Hennis? Womit ist das englische Wort für Kotzen. Damit fangen wir erstmal nicht an. Womit. Womit. Wiki Womit. Schönen Gruß. Sag mal, hatten wir uns nicht eine Themenliste hier? Ich habe hier 5000 Zuschauer. Wir reden über Filme dieses Mal. Es gibt drei Filme, über die wir reden müssen. Ja. Und dann gehen wir mal so ins Detail über die ganzen anderen Sachen, die diesen Monat medial und auch sonst wo passiert sind. Ja. Neben mir sitzt der Mümmelmann. Morsten Meter. Der Mümmelmann Morsten Meter. Das ist irgendwas Mürbiges. Das nennt man, das ist von einer hiesigen Bäckerei namens Wickenburg. Und das meine ist, Lieblingsbäckerei. Ja. Ich sag, woher, was das ist. Das ist Pausenwecken nennt sich Pausenwecken. Das ist ein saftiger Hefeteig mit Rosinen und mit Nüssen. Sehr schmackhaft und immer nach Sonnenblumenkernen. An Sonnenblumenkernen. Und immer nach einer halben Stunde schon weg. Also der Hit bei Wickenburg. Überweisen Sie bitte jetzt das Geld, liebe Familie Wickenburg. Die können es gebrauchen. Reden wir über Blade Runner direkt am Anfang. Ja. Reden wir über Blade Runner direkt am Anfang. 2049. Ja. 2049, wie wollen wir ihn nennen? Da reden wir erst darüber, 2049. Nein, wir machen es ganz spannend. Jetzt über Blade Runner. Okay, also. Das Interessante war, lass mich mal so einsteigen. Wir waren ja auf der Comedy-Preis-Dings und da habe ich mich mit Thilo Gosejohann mit Thilo, schönen Gruß. Dem guten alten Thilo, um ihn noch jemand anders. Schön, wenn man so in der Zukunft sagt, schönen Gruß, man hat ihn ja Vergangenheit gesehen. Das ist auch so schön. Genau. Und der Thilo müssen wir unbedingt mal einladen. Also ich habe mich mit zwei Leuten unterhalten und wir haben uns über Blade Runner unterhalten und waren alle gemeinsam der Meinung, dass die Neuverfilmung super ist. Ja. Aber dass interessanterweise keiner von uns, inklusive du auch, ein großer Fan ist von dem ersten Teil. Ja, ja. Ja, und das ist doch dir. Inklusive dir. Inklusive mich. Ach, guck mal. Inklusive du auch ist aber auch geil. Inklusive du auch? Ja, so wach bist aber dann doch. Das ist ein Streberg. Das ist ein echter Stein. Da muss er erstmal drauf kommen. Ja, schön. Also, ich habe den Film gesehen. Ich muss kurz sagen, ich glaube, und es liegt, glaube ich, wirklich an der Rezeption. An wen? An der Rezeption, wenn du morgens vorne aus dem Hotel vorne aus dem Hotel, hatten sie eine gute Anreise. Hatten sie WLAN, hatten sie. So. Also, ich habe den Film, den Originalfilm damals gesehen, ich glaube 1983 oder 84 auf Video bei Oliver Zantner, schönen Gruß, im Kinderzimmer damals noch oder Jugendzimmer. What? Auf einem ganz kleinen Fernseher auf VHS. Ach so, so. Okay. Und so kann man diesen Film natürlich nicht sehen. Wenn du den Film so siehst, nee. Als 16-Jähriger ist das auch langweilig. Da ist Set natürlich. Und Setting nicht das Richtige. Nee, jetzt das den neuen habe ich gesehen. Nach meinem Auftritt in Berlin, obwohl ich total müde war, aber ich wollte diesen Film sehen, weil ich wollte unbedingt in den Zoopalast. Mhm.
den Film sehen und habe den dann um 23 Uhr gesehen. Und das ist das Problem am Zoopalast. Wenn man einmal in diesem Kino war, will man in kein anderes Kino mehr, weil das ist einfach das schönste Kino der Welt. Ich habe ihn in 3D gesehen und im Original. Das 3D war großartig. Es war unglaublich hell. Ich habe selten so ein helles 3D gesehen. Es liegt wirklich an der Projektion. Wenn viele sagen, 3D ist zu dunkel, 3D ist zu dunkel. Ja, das liegt oftmals leider an der Projektion. Ja, ja. Und der Film hat mich komplett geflasht, so dass ich ihn 3 Tage später nochmal sehen musste in Bensheim, in Luxor. Auch ein schönes Kino. Da habe ich dir das Foto geschickt von dem. Es gibt ja wirklich super Tumblr. Kinos mittlerweile. Wie heißt das in Köln? Das Residenz, glaube ich. Ne? Das, kann das sein? Das oder ist das Gloria? Nein, das ist Gloria ist ein ehemaliges Kino, jetzt Veranstaltungsort, aber das Residenz meinst du. Und ich es gibt auch in Berlin eine Astor Lounge. Da sitzt du dann da auch so. Oh. Aber was, ja, ich meine, die müssen auch was bieten. Nein, was Projektion ne? und was Sound angeht, ist der Zoopalast ungeschlagen. Ich habe ihn im Vierer gesehen. Ich war jetzt, glaube ich, in jedem einzelnen Kino da. Selbst die kleinen Kinos sind absolut fantastisch. Über dieses Thema hatten wir uns ja unterhalten, als wir bei dieser Pressevorführung waren, über den Film, über den wir gleich noch reden. Genau. Weißt du noch, mit diesen Kandelabern? Mit den Kandelabern, ja, da reden wir gleich drüber. Ja. Also, kein Fan des Originals, der neue hat mich komplett geflasht, ja, weil ich ihn, glaube ich, aber auch wirklich in diesem Kino gesehen habe, weil die Bilder auf mich wirkten. Echt? Ich fand den nicht so wild. Kann daran gelegen, dass ich so eine polnische Raubkopie hatte. Ja. Und das schräg gefilmt. Von man nichts verstanden, aber schön. Schön. Ja. Aber keiner guckt so schön ins Nichts wie Ryan Gosling, oder? Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe da nicht geschafft. Wie soll ich das denn schaffen? Wo soll ich es denn hernehmen? Ja, ja. Ja, dann lass dir das dann mal gesagt sein. Dann hör doch sein. Einfach zu. Ja. Ja. Ja, ich bin ja hier um. Bist du einfach da? Mümmel mal zwischendurch mal. Sag genau. mal super. Sag mal zwischendurch so super, ein Wort ne? immer so rein. Wickenburg. Nochmal Wickenburg. Und nach dem Podcast Zagreb Rauchfang. Wir gehen gleich erstmal schwer nach Wickenburg und decken uns erstmal mit Pausen. Uns erstmal ein. Warte mal. Boah, jetzt ist aber gut. Jetzt Komm. Ist aber gut. Also, ich habe den Film einmal gesehen in 3D und dann nochmal in 2D. Und ich muss sagen, in 3D ist er doch ein anderer Film, weil die 3D-Effekte, finde ich, auch richtig Sinn ergeben. Wir spoilern einfach jetzt, auch wenn Thorsten ihn nicht gesehen hat, mir scheißegal. Die Sequenz, wo das holographische Mädchen ja. in die Prostituierte reinmorpht. Das die bumsen, ist, ne? Nein, die bumsen nicht. Die, ja. die morfen so ineinander. Das ist schon ziemlich genial. Aber jetzt hast du ja nicht nur für Thorsten gespoilert, sondern für 5 Milliarden Menschen. Nee, der Film ist ja nicht gut gelaufen. Darüber müssen wir ja auch reden. In Amerika spricht man ja von einem Flop. Wobei natürlich der erste Film auch ein Flop war damals. Das darf man nicht vergessen. Ridley Scott damals, es war ein Flop. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, mir ist es persönlich, privat, total egal, wie ein Film an der Kinokasse gelaufen ist, wenn ich den mag, ist das für mich kein Flop, sondern ist es ein Kunstwerk. Ich habe jetzt bei dem neuen Blade Runner wirklich das Gefühl gehabt, ich sehe einem Kunstwerk zu. Ja, absolut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er war trotzdem spannend. Die Symmetrie des Bildaufbaus, die Kamera, also, der Kameramann, also, wunderbar. Das Einzige, was mir tierisch auf die Fackel gegangen ist, ist mal wieder der Soundtrack von Hans Zimmer. Ja. Benjamin Wallfisch. Und Benjamin Wallfisch, der auch die Musik gemacht hat zu einem Film namens Wallfisch. It. Genau. Moby Dick. Ja, genau. Ach so, It. Benjamin Wallfisch. Ach ja, der ist genau. jetzt. Und die haben sich das geteilt. Und es passt auch gut, es passt auch sehr gut zu Dunkirk, diese Sounds. Nur es ist halt alles nichts Neues. Man hört dieses Gesäge. Und es gab diese Szene mit der Laurie und der Prostituierten. Und dann gab es noch die Szene natürlich im Casino mit Elvis. Und das in 3D war auch der absolute Hammer. Und ja, das glaube ich. Ich mochte. Haben wir den denn auch in 3D gesehen? Ich mochte Blade Runner 2049 deswegen so, weil ich ja gerade erst nochmal den Roman gesehen habe. Den Roman, der. Hast du den gesehen oder gelesen? Der stand bei mir rum, ich habe ihn gesehen, habe gesagt, da ist er. Da ist er und deswegen. Ich habe ihn gelesen, also der Roman, der ja auf einer Kurzgeschichte basiert. Von Philip. K. Dick, also er hat sehr. Du musst auch ins Mikrofon, wenn du was sagst, auch Mikrofon. Nein, ist schon gut, ich wollte das gar nicht ins Mikrofon sagen. Thorsten hat wieder mal Penis gesagt. Ich bin ein bisschen verquollen heute, das ist ganz schlimm, ich kann kaum aus dem Auge. Ich kann nicht aus dem Auge. Hat zu viel gearbeitet, zu viel. Soll jetzt nicht cool wirken, sondern nur alles, was du nicht siehst, ist gut. Alles, was du nicht siehst, so, ist gut. So, und das war's von uns. Ich sehe was du nicht siehst. Und das ist gut. Ich habe The Circle gesehen.
Oh, The Circle. Also Blade Runner 2049 hat für mich, weil ich ja auch die literarische Vorlage gerade gelesen habe, nicht nur gesehen habe, gelesen habe, auch mehr von dem Humor, der auch bei Philipp K. Dick ja auch immer eigentlich drin ist, der aber in den Filmen nie so richtig rüberkommt. Mhm. Und da war auch sehr viel Humor. Allein dieser Satz von Harrison Ford. Harrison Ford kommt, glaube ich, nach 2 Stunden zum ersten Mal. Ja, ja. Also kurz nach der Pause. Würdest du sagen, der Film ist zu lang? Ich würde sagen, der ist ein bisschen zu lang. Er ist ein bisschen zu behäbig, aber nichtsdestotrotz hat der hat irgendwie eine ganz merkwürdige Wirkung. Hypnotische Wirkung. Das hört sich so kitschig an, aber stimmt tatsächlich. Auf jeden Fall sagt Ryan Gosling zu Harrison Ford, da läuft dieser Hund rum, und dann sagt der Ryan Gosling, also der neue Blade Runner, sagt, ist der echt? Sagt Harrison Ford, weiß ich nicht, frag ihn selbst. Und das ist original Kid Dick. Absolut fantastisch. Und ich habe ihn nochmal gesehen auf Deutsch, und da ist es natürlich fantastisch, dass da natürlich auch klar Harrison Ford, natürlich Wolfgang Pampel geht nicht anders ist, ja, und James Earl Olmos, der im Original gesprochen wird von James Earl Olmos. Er wird gesprochen im Original im ersten Teil von Christian Brückner, und auch da in dieser kurzen Sequenz wird auch Christian Brückner. Geil. Die Stimme. Schön, dass sie sowas machen. Und es gibt diesen Archivar in diesem unglaublichen Labyrinth. Ja. Da spricht wirklich Tobias Meister. Ah, okay. Und das ist toll. Also es ist einfach toll. Die haben sich richtig, richtig Mühe gegeben bei der Synchro, bei den Bildern. Ich finde. Also kein Manuel Neuer oder Stefan auch nicht. Martin Semmelrogge. Und auch die Frauen sind toll einfach. Es gibt einen kleinen Fehler, also beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber über die Szene möchte ich mit dir reden. Es kommt ja, Spoiler. Es kommt ja dann Rachel. Kommt ja später, genau. Und Harrison Ford sagt, sie hatte früher grüne Augen. Genau. Das stimmt nicht, sie hatte immer braune Augen. Ich habe mir nämlich den ersten Film daraufhin nochmal angeguckt. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr ansehen, oder? Ich habe jetzt nicht gespoilert, was dann passiert. Aber ich habe mir den Film dann nochmal angeguckt. Nee, ich bin sehr augenaffin, dann hat sie erst für mich dann erledigt. Dann guck halt, Mann. Piep, Richie. Piep. Und, Ja, und was wolltest du... Wie interpretierst du das? Will Harrison Ford einfach nicht das Replikat einer Replikantin haben, oder will er? Ja, ich denke schon. Ja, genau so habe ich das tatsächlich. So ist es. Für alle, die jetzt nur zuhören, Gary Streberg hat eine heiße Tasse Kaffee in die Hand genommen. Und so klingt eine heiße Tasse in die Hand nehmen müssen. Dafür gibt es diesen Henkel. Ja, du bist ganz Frau. Dafür ist dieser Henkel davon. Ich möchte mal das Prinzip der Tasse. Nach all den Jahren, die Römer haben sie schon erfunden, aber für dich scheint das, so klingt es, wenn Gary Streberg eine heiße Tasse Kaffee anfasst. Genau. Also auf jeden Fall hat Blade Runner 2049 mich dazu bewogen, mich doch mit dem Original nochmal zu beschäftigen und ihn mir zu holen. Was? Du hast doch den Originalfilm hast du doch jetzt schon ein paar Mal gesehen. Nein, ich habe ihn mir danach nochmal, ich habe ihn nicht gehabt auf Blu-ray. Ach so. Weil ich ja kein Fan war, wie ich das öfter schon auch zum Unleidwesen einiger Zuhörer und Zuschauer gesagt habe. So. Okay. War immer mehr der Brasil-Typ und nicht der Blade Runner-Typ. Den habe ich neulich wieder geguckt. Brasil? Ja. Möchtest du dazu was sagen? Ich fand ihn immer noch gut. Da gibt es übrigens auch, da habe ich, glaube ich, schon oft drüber gesprochen, einen nicht Directors-Cut, sondern diesen 90-Minuten-Cut, alles wird gut, den man auf Blu-ray in der Criterion Edition, wo dann am Ende wirklich ein Happy End rauskommt. Ah, okay. Das ist ganz furchtbar. Ja, auf jeden Fall gebe ich Blade Runner jetzt nach 2049 noch eine Chance. Das ist selten, dass man einen Film nach so vielen Jahren fortsetzt. Und die Fortsetzung bewegt einen dazu, oh Mensch, jetzt muss ich mir das Original aber doch nochmal angucken. Ja, dann ist ja was richtig gemacht. Also, Mr. Wollen wir? Daniel, wie heißt er auch? Daniel Auteuil? Daniel Villeneuve, das haben Sie sehr gut gemacht. Ist das für mich jetzt? Kein bestellt, aber dann wenn stell bei mir ab. Stell einfach für Thorsten noch einen ab, der zieht das so weg. Also, definitiv im Rennen für den Film des Jahres für mich. Also, okay. Also wenn ich so einen Film von der Länge, mit der Intensität in 3 Tagen 2-mal sehe, dann muss der gut sein, sage ich jetzt mal, so spreche ich jetzt mal für mich. Ist der Kaffee zu heiß, Gary? Nee, es riecht merkwürdig nach Parfüm. Parfüm? Ja. Parfum. Vielleicht so. Nächstes Thema. Ja, dann sollten wir uns jetzt über The Circle unterhalten, beziehungsweise der Thorsten möchte dazu was sagen. Nö. Ich habe den gesehen. Ist er denn so doof, wie alle sagen? Ja. Das ist so ein bisschen, Tom Hanks ist natürlich stark, die kompletten 12 Minuten, die er in dem Film auftaucht.
Emma Watson macht das ordentlich, das ganze Ding ist, naja, es ist eine etwas dubiose... Die Geschichte, sie kommt halt zur Firma, The Circle, und da wird dann gleich gesagt, wir sind für totale Transparenz, Daten, jeder soll alles sehen und so weiter. Das ist phasenweise ganz nett, aber im Prinzip auch weit hergeholt. Am meisten begeistert hat mich, dass die deutsche Synchronstimme von Hugh Jackman beispielsweise, ja, wie auch immer er heißt, ich komme jetzt echt nicht drauf. Ist nicht schlimm. Spricht Tom Hanks. Also nicht im Duktus von Arne Elsholz. Und ich bin weggeflogen. Oh, das, aber allein deswegen will ich. Du erkennst nur an 4, 5 verschiedenen kleinen Ecken, Kanten in der Formulierung, dass es nicht Arne Elsholz ist. Deswegen sollte man sich den ansehen. Das war faszinierend. Also sonst macht das ja Haki Tenstedt eigentlich. Ja, klar. Ja. Aber diesmal war es eher. Gut, er spielt auch eher einen Schurken natürlich potenziell, ist ja klar, er ist der Bullemann. Der ganze Bullemann. Der ganze Film ist Unsinn. Ja, basiert auf dem Buch von Dave Eggers. Ja, The Circle. Ist trotzdem Unsinn. Das habe ich auch neulich gesehen. Also es steht wirklich bei, ich habe es nicht gelesen, es steht bei mir. Ich habe es noch nicht reingelesen. Henry, du hast es gelesen, ne? Aber es steht auch nur darum. Was würdest du denn sagen? Greifen Sie zum Buch und lassen Sie den Film liegen. Das Buch nicht gelesen, aber der Film ist Unsinn. Ja. Habt ihr eigentlich meine Mail gekriegt? Da reden wir nachher drüber. Reden wir nachher drüber. Ja, was auch immer. Wieder der König, der angefangen hat. Ja, ich weiß, aber da reden wir. Die Mail mit der Literatur oder was? Lass uns da bitte nachher drüber reden. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir, da müssen wir, ich glaube, da hat Thorsten auch was. Kann ich das machen? Oh, bitte. Ich möchte das bitte machen. Ja. Machen wir dann. So, dann haben wir gesehen den Film Kingsman The Golden Circle. Ja. Hast du ihn gesehen? Ich bin mit meinem Sohn nicht reingekommen. Nee, das ist auch ich nicht. Ich habe gesagt, sag, du bist 37 und er hat es wieder nicht gepackt, ey. Da gibt es doch so eine Geschichte mit der Fleischwurst. Ja, also. Ich habe es nicht geschafft. Gary und ich waren also, wir sind nicht reingekommen. Gary und ich waren drin und ja, was sagen wir denn dazu? Ich mochte den ersten Teil bis auf diese Kirschenszene, wo die alle Kirschen gegessen haben in der Kirche. Die mochtest du nicht? Nee, weil das war mir fand ich die Brutalität total unangemessen. Echt? Ich weiß aber, dass das der ich Style fand die ist. Die total angemessen. Ja, Brutalität ist immer unangemessen. Also, ja, also so generell, ja. Aber ich möchte ihn endlich sehen. Ja, aber das wenn ist du, der, das ich, weiß auf welch, ich weiß auf so. Welche, ich weiß auf welche Frage du jetzt hinaus willst, braucht man sowas? Bringt der Film was? Es ist alles nochmal einen draufgesetzt, ja. Es wird unheimlich viel kaputt gemacht, es wird nochmal, aber ich habe auch bei den Action-Szenen nie das Gefühl gehabt, dass da eine richtige Physik drin ist, auch gerade bei der Anfangssequenz in London, wo ich dachte, ich habe das alles nicht, das ist alles CGI. Muss ich sehen. Das ist alles, ja, vielleicht ist es auch gut gemacht, aber für eine Comic-Verfilmung, er erzählt mir nichts Neues als der erste Teil. Und was ich dem Film wirklich sagen muss, ist eine Verschwendung von Schauspielern. Jeff Bridges, hallo, ja, Halle Berry, Spiel Halle Berry. Trink Halle Berry. Ja, ja, genau. Ja. Nichts, aber das Highlight des Films, reden wir über die Szene eigentlich auch noch, über die Sonde, wo sich alle drüber aufgeregt haben, über die ich will ja jetzt nicht näher. Das kann ich wirklich. Ja. Spoiler Boys, ey. Ich brauche auch nicht mehr ins Kino. Ich werde in diesem Podcast nur noch lethargisch wie ein Hans Wurst hier sitzen und flach atmen. So, wir reden einfach nächstes Jahr, wenn Thorsten alle Filme gesehen hat, dann ist das auch, sind die Filme ja dann wahrscheinlich dann auch auf VHS. Nein, also pass auf. Pass auf. Reden nicht über die Szene mit der Sonde. Ja? Nee. Das war so ein Punkt, wo ich denke, okay, jetzt will er es wirklich so ausreizen, bis es eigentlich nicht mehr geht. Für mich war das Highlight des Films Sir Elton John. Ja. Die Auftritte von Elton John waren großartig. Ja, die waren echt großartig. Die waren wirklich groß. Erst dachte ich, okay, muss der jetzt zweimal auftauchen? Ja, dann kam er zum dritten Mal, dachte so, nee, es ist eigentlich ganz lustig, was er macht. Und dann hat er was gemacht, wo du dann gedacht hast, ja, das okay, das macht totalen Sinn. Also das hat sich gelohnt. Also, ja. Aber trotzdem ist der Film ein ziemliches... Er ist ein Abklatsch seiner selbst, aber weißt du, als Fan erwarte ich ja sowas. Ich will ja was will ich denn? Also es wäre ja schlimm, wenn der irgendwie auch nur einen Tacken langsamer wäre wie der Originale. Ja, ich will aber ja noch erzähl einen mir, drauf erzähl haben. Mir doch erzähl mir doch eine neue Geschichte, bitte. Erzähl mir doch bitte eine neue Geschichte. Ja, was ist denn eine neue Geschichte bei Kingsman? Ja, was wäre denn eine neue Geschichte? Komm, pitch mal eine. Komm, go, Hennes. Ich nehme sie auch, wenn du sie geträumt hast, hause raus. Ja, ich bin Beide ja nicht, haben Augen. Ich bin das ja, war übrigens ich bin mein ja Favorit nicht, für alle ich Zeit. Bin ja nicht, ich bin ja nicht Matthew Vaughn, ich schlafe ja auch nicht mit Claudia Schiffer. Ja. Vielleicht würde mir da was einfallen. Nein, aber wie gesagt, das ist doch immer die alte Leier. Du willst ja im Grunde willst du aber das Gleiche sehen. Es ist sehr selbstgerecht, das ist schon sehr so. Die Schauspieler sind alle aber gut. Weißt du was, die richtigen Hardcore-Fans, die werden da trotzdem mit einem breiten Grinsen sitzen, so wie ich. Ja. Ich habe mich nämlich wieder dabei erwischt, dass ich da saß und...
Aber so. Hast du dich nicht gefragt, was macht Channing Tatum da? Wieso taucht er da auf? Ja, natürlich. Also diese Stars, mit denen der großartig angekündigt ist. Das sind keine Rollen, das sind Cameos. Das sind Cameos. Das muss man schon sagen. Also die Hauptdarsteller sind eigentlich wieder die beiden. Exi. Colin Firth und der andere Exi, genau. Ja. Taron Egerton. Ja. Ganz toll. Genau. Ganz toll, und die anderen tauchen echt nur so am Rande auf. Ja. Und da magst du, das kann man so sehen, dass das eine große Verschwendung von Talent ist. Mhm. Aber sie wollen halt die Leute ins Kino kriegen. Und ist ja der genau Film das Gleiche. Julianne Moore, die ja sehr hartkäsig unterwegs ist. Die ist, naja. ein Callback, ich glaube, von der allerersten Podcast. Das war dein stärkster Moment, wenn ich das mal zurückgeben darf. Ja, seitdem geht's bergab. Bei allen Freunden. Wollen wir mal von einer richtigen Bösewichtin reden? Und zwar reden wir mal kurz über Cate Blanchett. Ja. In Tor Tag der Entscheidung. Tag der Entscheidung. Der auf Deutsch Tag der Entscheidung heißt, auf Englisch natürlich Ragnarok. Der Film heißt Ragnarok. Absolut Ragnarök. Klar. Niemand weiß besser als ich, was... Was ist? Selbst hieß lange Ragnarök. Ja, genau. Völlig andere Geschichte. Der kleine Ragnarök-Streter soll bitte Sauron Schmitz in Ruhe lassen. das war ja, wir wollten ja zur Presseverführung morgens. Ja. Aber mein Sohn war da und ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Ja. Ich hätte teilbekleidet kommen müssen. Also, wir haben ihn gesehen. Teilbekleidet? Teilbekleidet. Das wollen, glaube ich, alle sehen. Weißen Flügeln. Nein, Teil. Ja. Da saßen wir Thor Ragnarök im Ufer in Düsseldorf mit diesem... Im Ufer, man sitzt am Ufer. Ja, ja. Das war am Ufer und sind dann ins Ufer gegangen. Aber das war dieses totale Amphitheater, eine total steil so. Ne, also von mit Tieren, die sowohl an Land als auch im Wasser leben? Ja, ganz genau. Und mit so einem... Gut jetzt, ich werde mich so nicht mehr beteiligen. An dem mit so einem wunderschönen altmodischen Theatervorhang, aber mit zwei Kandelabern. Und, die ganze Zeit redeten. Was machen wir hier? Weißt du, zwei nebeneinander. So. Die wurden dann irgendwann mal nach oben gefahren. Nach oben gefahren, als der Film dann anfing. Und man hat sich und man hat sich schon gefragt, warum? Ich meine, in Berlin, die haben einen Wasserfall. Ja, auch da fragt man sich, warum? Warum eigentlich? Ja, weil sie was bieten müssen. Lass uns mal über Thor Ragnarök reden. Erstmal ist Cate Blanchett als böse Wichtin, als Ella. Ja, die ist wirklich super. Fantastisch, sie ist wirklich die dunkle Version von Galadriel. Man sieht ja im ersten Teil von Herr der Ringe. Ach so, ja, genau. Also sie ist wirklich, also sie ist ganz, ganz von fantastisch. Wem? Galadriel. Galadriel. Wenn sie am Brunnen steht mit Frodo bei Herr der Ringe. Du möchtest dann, dass sie eine Königin, dann bin ich eine dunkle Königin. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich sie. Sie sieht einfach toll aus in ihrem Emo-Outfit. Und der Film... Was für ein Outfit? Emo. Emo, so schwarz, so Thorsten. Ach, Emo, bist du bescheuert oder was? Emo. Thorsten, ich meine Emo-Sträter. Emo. Wieder Keuer, Spalthufer-Scheißdreck. Wir sind so albern heute. Ja, wir müssen den Thorsten einfach... Dr. Albern, aber it's my life. Wir müssen ihn da immer wieder reinziehen hier ins Geschehen. Hallo, na, ich habe die Spritze dabei. Da ist er wieder, Dr. Albern. jetzt ist sie mir hingefallen. Na, wenn da mal keine Bakterien dran sind. Ja, gut. Okay, gut, lassen wir es. Niemand wird das gucken. Nein, weißt du, dass die Leute einfach... Wir haben doch du kannst bei YouTube so klicken, dann geht das so 10 Sekunden vor. Ragnarok. Also reden wir über Ragnarok. Aus Gründen heißt der Film auf Deutsch Tag der Entscheidung, was so intelligent ist wie Nacht des Zauderns oder Monat des Es passt so gut auf wirklich jeden Film. Ne? Kannst du das dumm, Tag der Entscheidung. Blöder, bescheuerter, beschissener Titel, Tag der Entscheidung, muss man mal sagen. Ja. Der Film ist natürlich mehr Guardians of the Galaxy als alles andere vom Setting her, von den Bildern her, vom Humor her natürlich. Ja. Ich finde Taika Waititi. Der natürlich die wunderbare Taika Waititi. Einmal um den Block rum. Ja. Genau. Weil ich sag nämlich auch immer Waikiki, aber der heißt ja Waititi. Waititi, genau. Ja. Der Regisseur von dem wunderbaren Werk Fünf Zimmer Küche Sarg und Hunt for the Wilder People und genau dieser... Heißt das nicht Wilder? Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja, okay. Und genau dieser improvisierte Humor ist da auch drin. Natürlich. Und wie fandest du die Gratwanderung zwischen diesem Superhelden-Marvel-Universum und diesem doch quasi independent Art von Comedy?
Ja, Hennes, Antworte. Also ja, ist ja gut. Lass mich, gib mir doch Hennes mal eine Sekunde Zeit, darüber Hennes nachzudenken, was du für eine elaborierte Frage nein, stellst. Findest du, nur einfach, das, weil ihr mich fragen willst, hat es dir gefallen. War das ein... Das ist doch schnöder. Elaborierte Frage. Das ist doch dein eitlen Tant hier. Also, ja, eben. Hat es dem garstiges Wortkonfekt. Hat es dem Marvel-Universum gedient? Ja, natürlich. Ja. Also ich finde ja sowieso... Ja, aber so ganz... Ein Autorenfilm. Du bist auch ein Autorenfilm. Du bist auch so ein Autorenfilm. Tatsache ist doch, dass die letzten Marvel-Produktionen, die wir gesehen haben, dass die doch alle so ein bisschen so tongue-in-cheek waren oder so. Was waren die? So mit so einem Augenzwinkern. Wie heißt das? Tongue-in-cheek. Zunge in der Backe. Zunge in der... Warte so. Weil Augenzwinkern... Weil, ja, in Amerika heißt das tongue-in-cheek, Augenzwinkern. Warte mal eben. Bochum. Aber mach weiter. Das war ja bei Spider-Man, das war Spider-Man ja auch schon. Oder hier, ich habe jetzt auch nochmal den großartigen Ant-Man nochmal gesehen. Natürlich. Und mir ist, tatsächlich, ich war ja damals, als ich den im Kino gesehen habe, bin ich ja wohl öfters eingeschlafen, weil ich habe plötzlich weil ich einen komplett anderen Film gesehen hatte offensichtlich. Und habe jetzt Szene, zum Beispiel, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt mit den Thomas the Tank Engine, mit dem Zug, dass der so vergrößert wurde, und das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ja. Ich habe mich total gefreut. Also das ist schön, wenn man einen Film beim zweiten Mal dann auch erst natürlich versteht. Ja, genau. Aber ich meine schon Iron Man 3 von deinem Freund Shane Black. Das war ja auch schon eigentlich sehr seine Handschrift. Und ich finde es toll, wenn diese Filme, die nach dem Schema F funktionieren, die Handschrift von einem besonderen Regisseur, und Taika Waititi ist ein besonderer Regisseur, die Handschrift auch vom Namen tragen. Her. Vom Namen her. Aber ich meine, du siehst ja auch, die ernste Schiene bei den DC-Sachen, die kommen ja, das kommt ja irgendwie nicht so richtig an. Das weil kommt nicht. Du kannst ja auch so ein Thema... Klammer auf, ich habe jetzt nochmal mir in Ruhe, es gibt ein kleines Update, mir in Ruhe nochmal hier Dingenskirchen angeguckt. Dawn of Justice. Nein, nicht Dawn of Justice, sondern hier, was haben wir gesagt? Suicide Squad, ja. In Ruhe. Und unbeeinflusst. Der ist schon kacke. Der ist kacke, ich ja. Ich habe mich da blenden lassen ja, davon, natürlich. Das hat alles total furios war. Natürlich. Und ich war total geil darauf. Ja, und ich habe über Batman kommt 4 Sekunden vor. Ihr seid abgegangen wie ein Zäpfchen in Berlin. Ich dachte, warst ja der Superkritische. Ja. Naja, aber es ist... Ich habe Margot Robbie auf ihr Höschen angesprochen. Entschuldigung mal. Ja. So viel das Chuzpe musst du schon mal haben, ne? Ja. Ja. Ich habe mehr gesagt als andere an diesem Tisch. So. Wir haben uns da auch ein bisschen... Dafür bist du eine widerliche Type. Ich bin pass mal auf, wir brauchen einen Sittenstreu. Ich bin der Harvey Weinstein dieses Podcasts. Ja, das stimmt. Sag sowas nicht, ey. Dann wird das noch hier... kolportiert. Hennes Bender, ja genau. Hennes Bender, Harvey Weinstein-Fan. Ja, solange ich den Laden nicht abfackel, ist alles in Ordnung. Ja. Aber sag mal, also jetzt nochmal auf Thor zurückzukommen. Das stimmt, Suicide Squad war kacke. Der ist auch nach einem Jahr nicht besonders gut gealtert. Nein, echt schade. Nein, aber da ich habe den geguckt, ich wollte den schon wieder mögen. Ja. Immer noch. Mhm. Und das ist mir nicht mehr geglückt, weil es offenbart jedes DC-Problem. Ich weiß nicht, wer da rumdoktert, dass zum Schluss ein unwillkürlicher Müllstrudel auftaucht oder der Himmel sich verdunkelt und fliegende Wesen kommen angeschissen. Sind die blöd oder was? Naja, das, wie gesagt, mir kam das, ich glaube, ich habe das damals schon gesagt, das kam mir echt wie so ein Hörspiel vor irgendwie. Mhm. Oder war das in dem Zusammenhang? Kostümdesign ist halt toll, also fand ich schon gut. The Mummy. Genau, Musik, da war das auch. Musik fand ich auch gut. Die Musik war toll und Margot war auch. Der hat gute Momente. Der hat gute Momente. Wir wollen das jetzt auch nicht. Wir wollen das jetzt auch nicht komplett. Einen guten Moment. So. Margot Robbie. Ja. Ja, aber Thor hat mehr als einen guten Moment und ist in sich stimmig und. Ja, aber leider muss man sagen, Hennes. Ja. Wenn man die ganzen Hulk-Sachen Hulk, oder mit... Bitte nicht. Er hat Hulk gesagt. Superman und Hulk. Mit Hulk, weißt du, mit Hulk, mit dem, ja, mit dem dicken grünen Mann. Wenn man die Sachen alle vorher schon gesehen hat, dann hat man sie quasi schon alle, dann hat man sie schon alle gesehen. Ja. Donald Duck. Weißt du, wenn das einer macht, ich werde dich mit deinem eigenen Schlappen tot prügeln, wenn du noch einmal... Also, Thor... Hulk. Thor Ragnarok. Tut uns bitte den Gefallen, geht zur Kasse ins Kino und sagt bitte einmal Thor Ragnarok und nicht Thor Dach der Entscheidung. Und dann sagen die, was? Und auch nicht Thor 3, denn wir alle wissen, hinter Thor 3 ist der Zonk. Habe ich das euch mit Blade erzählt? Ja, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, oder? Mit Blade? Nee. Wo ich im Kino war vor x Jahren und vor mir an der Kasse stand ein älteres Ehepaar und der genervte UCI-Mann wartete da in seinem Guckloch und die guckten die ganze Tafel ab und guckten und dann sagte die Frau, wir nehmen Blade.
Woraufhin der Kinomann total angenervt sagt, das heißt Blade, und gibt denen so die Karten. Das war total super. Ja, aber gibt doch nichts her, die Geschichte. Ja. Ja, aber Blade, schade. Das ist genau wie Trullis oder... Ne? Oder Hustadtgirl. Oder Hustadtgirl, genau. Most einmal im Bett mit Madonna. Apropos, unpassende Filmtitel. Borg McEnroe läuft jetzt im Kino. Borg / McEnroe, ja, soll ein, ja, guter Film sein. Ja. Der Untertitel heißt Duell der Gladiatoren. Nein, das heißt er nicht. Doch, nein. Du denkst, er ist ein Double Feature. Ein Sandalenfilm und ein Tennisfilm. Sind die blöde? Duell der Gladiatoren. Wie bescheuert ist das denn? Borg? Ja, was ist das? Ich frag mich ja bei Borg versus McEnroe, Entschuldigung, Gary. Ob die assimiliert werden, ganz ob der richtig, rüberkommt. Ganz richtig, ob McEnroe am Ende assimiliert wird. Nein, ich denke mir, dass, genau, Andy Borg ist. Ja, Andy Borg, genau. Die überhaupt die Lieb. Und dann ist zack. Genau. Die berühmten zwei Worte. Ich würde ja gerne, die berühmten zwei Worte. Ich würde ja gerne so einen, ja, Monica Zenisch-Film sehen. So. Die ganze Zeit, ah, ah. Du bist der Einzige. Ja, das nennt man Porno. Du bist wirklich der Einzige, der gucken will. Echt. Da gibt es im Direktvertrieb. Immer, warum ist das immer so? Lass uns auf jeden Fall den Daumen hoch machen für Thor, Ragnarök. Ja, der Humor. Und wir müssen ganz kurz noch über den Most Valuable Player dieses Films reden, nämlich über Jeff Goldblum. Ja, ja. Bitte bleibt bis ganz zum Schluss. Also Spider-Man hat da schon eine super komplett Post-End-Credit-Szene. Ja. Aber das letzte Wort der allerletzten Szene, bevor das Licht angeht, wird euch total umhauen. Es macht mich ich bin gespannt, wie er auf Deutsch ist. Es macht mich total traurig im Nachhinein, diesen Film zu sehen und zu wissen, dass Arne Elsholz das nicht synchronisieren kann. Weil Jeff Goldblum ist so fantastisch. Ich habe da keine Worte für. Das ist unglaublich, was der Mann da macht. Aber er macht eigentlich genau das, was er eigentlich schon immer gemacht hat. Ne? Der hat halt diese Mimik, diese Gestik, egal ob es bei Jurassic Park war oder Kopfüber in die Nacht. Es ist fantastisch. Und, also einer der großartigen Filme diesen Jahres. Dieses Jahr. Der spielt ja auch wieder mit, ne? Im neuen Jurassic Park. Ne? Jurassic World. Ja, mit, kommt er mit? Ja. Kommt er auch wieder? Und er sagt in einem Interview, ja, ich werde ein bisschen orientierungslos rumlaufen, viel nette dunkle Kleidung tragen und ab und zu ein Stück getöntes Glas. Ja. Also mehr weiß man mehr braucht noch man auch nicht. Ja. Mehr braucht ein Jurassic Park Film nicht. Also, Thor. Was haben wir noch gesehen? Was haben wir noch gesehen? Also ich würde ganz gerne mal über die Serie... Horror-Schnurkus habe ich mir angeguckt. Was hast du gesehen? Ein bisschen Klassiker noch geguckt. Was noch denn? Mal. Was zum denn? Beispiel? Ach, was habe ich denn gesehen? Ich habe nochmal gesehen Untouchables. Oh, sehr gut. Oh ja, sehr guter Film. Heiner Lauterbach synchronisiert... Heiner Lauterbach synchronisiert Kevin Costner. Nein. Ja, aber Logan, ja klar. Was hast du denn da? Mach die Filme. Hast du einen Schlaganfall oder was? Joachim Kerzel spricht Robert De Niro. Ja. Aber super. Also super Film. Immer noch super Film. Und natürlich, ist ein großartiger und natürlich Film. Gerd Günther Hoffmann als Sean Connery. Ja, fantastisch. Mhm. Musik, Ennio Morricone, macht einfach Laune, das ganze Ding. Was hast du noch gesehen, Thorsten? Was habe ich noch gesehen? Ich habe angefangen Eat Locals, weil der auf Amazon Prime ist. Ja. Ein Vampirfilm, wo sich alle paar Jahrzehnte oder alle 5 Jahre treffen sich Vampire in so einer abgelegten Hütte, werden aber gleichzeitig von Soldaten des Vatikan eingekreist. Im Allgemeinen, also bis jetzt so die erste halbe Stunde, dann musste ich aus dem Zug. Das ist keine richtig gute Filmkritik, wenn man das so erzählt. Nee, nicht wirklich. Aber, bis dahin aber der Titel ist schön, Eat Local. Bis dahin geht's. Das ist ein super Urteil für dich. Bis dahin geht's. Bis dahin geht's. Vielleicht kippt da noch. Also bis Paderborn war der Film okay und ab dann... Ja. Ich mach das im Weserbergland flachte er dann, da war das WLAN-Land schlecht. Was habe ich denn noch gesehen? Was habe ich denn noch runtergezogen? Hast du Clever und Smart gesehen? Noch nee. Nicht. Ach nee, du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Lass uns bitte beim nächsten Mal drüber, ich möchte da mit euch drei drüber reden. Ja, okay, ja, wir lassen mal sagen, beim nächsten Podcast reden wir über den Clever und Smart Film. Wohl beste, nee, komm. Ja, wir reden beim nächsten Mal drüber und Also da möchte ich jetzt mal reden über die Serie Mindhunters. Ja. Auf Netflix. Ich habe nur reingeguckt, aber du hast schon mehrere Folgen gesehen. Ich habe die ganze Serie, die ganze erste Staffel habe ich gesehen. Und bin total begeistert. Nicht was anderes. Bin total begeistert. Also Mindhunters ist von mitproduziert von David Fincher, der an. Ist man auch begeistert, wenn es bei einem massiv spukt? Was? Hm? Mach mal weiter. Der David Fincher führt bei 4 von 10 Folgen Regie, bei den ersten 3 und bei der letzten Folge auf jeden Fall. Und ich sag mal ganz kurz, worum es geht. Dazwischen die Farrelly-Brüder. Sie haben eine Banane, Schlumpf. Die Zuckerbrüder. Das waren die Zuckerbrüder.
Leichter Bruch im Stil, aber es kann man machen. Im Grunde geht es darum, damals als Schwein der Lämmer gelaufen ist, da kam ja so die... Das aus, klang wie Schwein der Lämmer. Das muss man jetzt nicht sagen. Soll ich das jetzt erzählen, Thorsten, oder möchtest du... Eigenes Schwein? Jetzt ist er wach, weißt du? Hätten wir mal nichts gesagt, ey. Auf jeden Fall, es geht darum, um die Entstehungsgeschichte dieser FBI-Abteilung, die Profiler. Die Profiler, ganz genau. Also also praktisch die Pioniere, die damit angefangen haben. Weißt du, das stelle ich mir auch wahnsinnig auf. Die damit angefangen haben, sich ich erzähle jetzt nichts. Wir hatten einen okay erzählt. Nee, mache ich jetzt nicht mehr. Ist die Serie, dann kann ich auch einen Kaffee haben? Ich brauche einen. Weiß ich, was da Markus, drin ist. Einen Kaffee, bitte für den. Kein Kaffee es für geht, den Polizeibericht. Wie gesagt, es geht um die. Wir erinnern uns an Schweigen der Lämmer. Da ist Jodie Fosters, Clarice Starling, hat in dieser Abteilung gearbeitet, beziehungsweise Anwärterin. Und ihr Vorgesetzter war praktisch damals war die gespielt von Verhaltensforschung des FBI. Ganz genau. Damals gespielt von Scott Glenn. Und, genau, und der auch diese wunderbar Figur, ist in The Leftovers übrigens. Ja, super. Ja, und super auch großartig in Wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Ja, super. Auch das ist ja mal auch ein Titel. Ja, kenn ich. Super Film. Super er hat auch so, ich finde, Scott Glenn hat da so ein bisschen was von David Carradine. Das stimmt. Ja, so ein bisschen. So ja, aber es ist besser als David Carradine. Vor allen Dingen, weil er noch lebt. Scott Glenn spielt ja auch mit, großartig, in Daredevil. In Daredevil. Und der Hauptdarsteller aus Daredevil spielt auch mit in Eat Locals. Ah, siehst du wohl. Verknüpfungsgewichse. Ja. Okay. Genau. Auf jeden Fall, es geht um die Entstehungsgeschichte dieser Abteilung. Ich hatte damals, nach Schweigen der Lämmer, hatte ich das Buch von John Douglas. Das war nämlich einer der Mitbegründer dieser Abteilung. Hatte ich gelesen, das heißt Mindhunters auf Englisch, das Buch. Und es ist wirklich ein sehr, sehr hartes Buch. Also man blickt da wirklich so in die Abgründe der menschlichen Psyche, vor allen Dingen von diesen Serientätern, die es ja wirklich gibt. Und diese Serie geht es halt darum, wie das FBI angefangen hat, all diese Serienkiller zu interviewen, um so ein psychologisches Profil von denen zu erstellen. Das Ergebnis war alle bekloppt. Alle bekloppt, aber trotzdem super interessant. Hat sich bemüht, aber leider bekloppt. Ja, war alle bekloppt. Netter also Kontakt ich kann die Serie sehr empfehlen, weil sie ist halt, es geht halt nicht um den Serienkiller der Woche oder so. Also da werden auch... Was ist da dran jetzt? Das ist wie früher bei Admiral Sundog. Serienkiller der Woche. Jeffrey Dahmer mit so einem Hütchen auf. Nein, aber es ist halt nicht CSI, verstehst du? Es geht wirklich halt darum, wie... So wird ein Schuh draus. Ja, es geht halt wirklich darum, wie diese Abteilung entstanden ist und wie die sich so langsam an diese Serienkiller herangetastet haben. Und ich muss sagen, das erste Interview mit dem Ed Kemper, da kann jeder sofort googeln, was der Typ gemacht hat, will ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Wahrscheinlich. Gespielt von Willy Tomczyk. Auf jeden Fall, das ist extrem unangenehm, das dem Ganzen so zuzugucken und zuzuhören. Warum macht man das dann? Weil es interessant ist. Also ich finde sowas total interessant herauszufinden, warum, wie diese Leute ticken, woher so eine Störung kommt. Ausprobieren oder so. Möchtest, oder? Du Arsch. Eigentlich für Lustmolche ist das genau richtig. Ich kann nur sagen, ich hab damals, vor vielen, vielen Jahren in meinem Studium, habe ich das Schweigen der Lämmer analysiert. Ich habe den Film mit dem Buch verglichen, also quasi geguckt, wie ist das Drehbuch, wie unterscheidet sich das. Und das habe ich dann in so einem Seminar vorgestellt, wo auch, weiß nicht, Frankenstein oder auch so klassische Horror. Und dann haben wir den Film gesehen und dann hat die Dozentin zu mir gesagt, aber Herr Bender, warum gucken Sie sowas denn? Das ist doch furchtbar. Ja, es ist ja auch furchtbar, Kunst. Das stimmt. Und das ist Kunst. Das ist Kunst. Absolute Kunst. Und aber es Oscars ist, zugekackt, der Film. Ja. Mit Recht. Aber wie gesagt, ich finde es, die Serie ist absolut sehenswert und läuft auf Netflix. Netflix. Wir haben beim letzten Mal über Star Trek gesprochen, das heißt, ich habe gesagt, dass die ersten beiden Folgen mich nicht geflasht haben und bang, in der dritten Folge machen die einmal so einen 180-Grad-Schwenk und die Serie ist großartig. Leider noch nicht weitergeguckt. Die Serie ist großartig. Ich meine, ich habe immer noch meine Probleme mit diesen überstilisierten Klingonen. Sie sehen aus wie Gary Oldman als Dracula in dem Bram Stoker in als Dracula. Ja, doch, Gary Oldman als Dracula in Dracula. Ja, aber von Francis Ford Coppola. Francis in Dracula.
Was? Ja, aber wovon redest du jetzt? Wer sieht aus wie ein Dracula? Die Klingonen sehen mit ihren, die Klamotten sehen aus wie der Anfang von Dracula, von Francis Ford Coppolas Dracula. Der hatte auch diese komische Rüstung an. Ja, der hatte diese japanische Wolfsrüstung. Das Kostüm. Dafür gab es übrigens einen Oscar damals. Ja, aber das Kostümdesign, das wäre mal interessant, wenn du das mal gucken würdest. Weil das ist ganz ehrlich. Ich weiß über das Kostümdesign alles von Dracula. Nein, aber ich rede über Star Trek. Ich rede über Star Trek, über Star Trek Discovery. Ich komme gerade aus Stuttgart und da ist ja dieser Tunnel in Stuttgarter Bahnhof wird ja umgebaut. Ihr habt vielleicht davon gehört. Und immer noch. Da gibt es einen Tunnel auf der rechten Seite ist die Föderation, auf der linken Seite ist sind die Klingonen. Eine riesen Werbung von Netflix. Also mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Es wird jetzt richtig interessant und das ist so für mich so ein Ding, wo ich sage, so eine Serie, die erst nach der dritten Folge es gibt ja so Leute, die sagen, nee, musst du dritte Folge gucken oder vierte und dann wird's richtig gut. Manchmal muss man so einer Serie Luft zum Atmen geben. Absolut, richtig. Und das ist auch. Ich heirate eine Familie auch, die entfaltete sich erst nach 80 Staffeln, weißt du? Genau. Es gab nur 5, glaube ich. Habe ich übrigens sehr geliebt. Es kam immer vor wie 80 Staffeln. Nein, ich habe das sehr geliebt. Ich mochte unser Freund, wie hieß der? Mein Freund Charlie. Mein Freund Charlie. Schimpansen mit der Korthose. Kommt doch sowas, echt. Lass uns doch mal, pass auf, das hier. Ja, das ist sowieso mein Thema. Hose an. Wie kommen manchmal der solche Sachen durch? Das ist echt unglaublich. Da hast du recht. Scheißdreck, ey. Ja. Ich habe noch gesehen auf Netflix The Meyerowitz Stories. Hast du die mittlerweile gesehen? Nee, leider noch nicht. Also, The Meyerowitz Stories, ein Netflix-Film mit Dustin Hoffman, mit Adam Sandler noch nicht. Mit Ben Stiller. Musik Randy Newman. Erinnert alles so ein bisschen an Woody Allen, allein von der Thematik her. Ja. Emma Thompson ist fantastisch in dem Film, aber ist ja in jedem Film. Ich muss jetzt, das stimmt, das hast du eigentlich recht, aber ich muss eins sagen, Adam Sandler ist ein richtig guter Schauspieler, wenn man ihn lässt. Ich war ein großer Adam Sandler-Fan, bis zu einem gewissen... Wenn man ihn lässt, ist er ein scheiß Schauspieler. Das stimmt, da muss ich dir total recht geben. Absolut, wenn er die richtige Regie hat, ist er ein richtig guter Schauspieler. Ich habe die Adam Sandler-Filme eigentlich alle sehr gemocht, also Wedding Singer und großartig. Little Nicky, und irgendwann wurde wer hat das denn nochmal synchronisiert? Little Nicky, da fing das so an. Ganz beschissen. Nein, Little Nicky war das, Moment, das ging noch, Matze Knob hat The Waterboy synchronisiert. Ah, okay. Ja, genau. Aber als Richie, als Super Richie. Ja. Mola Abedizi hat doch auch mal. Mola Abedizi war Ali G. Oh ja. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich hatte das erfolgreich verdrängt. Ja. Mola Abedizi war Ali G. Ja. Also, Adam Sandler hat ja zwischendurch bewiesen, dass er ein guter Schauspieler ist, wie zum Beispiel in Rain on Me oder in Punch Drunk Love. Also, es gibt eine Szene, da sitzt Adam Sandler am Klavier und es ist ein Profil, es ist kein Profiler, es ist ein Profil. Mhm. So, und hinter ihm steht Dustin Hoffman und du siehst die beiden im Profil und denkst, natürlich ist das der Vater von Adam Sandler. Und dann kommt noch Ben Stiller dazu und das Ding ist rund. Mhm. Also das ist ein ganz wunderbarer, toller Film auf Netflix, The Meyerowitz Stories. Es ist ein Film, keine Serie. Es ist ein Film. Oh, dann freue ich mich. Ist ein ganz toller, ganz, ganz toller, toller Film. Wunderbar. Wunderbar synchronisiert. Joachim Kerzel ist Dustin Hoffman. Natürlich, wie sich das gehört. Dietmar Wunder ist Adam Sandler. Und natürlich ist Oliver Rohrbeck Ben Stiller. Geht ja gar nicht anders. Nicht wahr? Was hast du denn noch? Dann habe ich noch ein bisschen, müssen wir über Trailer reden. Ein Trailer, ein Film, auf den du dich bestimmt sehr freust. Ja, klar. Professor Marston and the Wonder Woman. Die Origin Story. Ja, ich habe total Bock drauf. Ich habe den Trailer gedacht, es wäre eine Verarsche von MTV oder so. Weil aber du es ist immer über Wonder Woman herziehst. Naja, was, hä? Du hast immer gesagt, Wonder Woman ist doof, der unsichtbare Jet, und mein Ach so, Handy fällt weil es jetzt einfach so die Origin-Story ist, wie die so Figur weit. Überhaupt entstanden ist, Wonder Woman. Ja. Ja, das ist so was, aber mit doch Luke eher was für Lustmolche wie dich. Ja, ich habe immer gedacht, Wonder Woman wären eigentlich Schusswaffen, die man mit in den Harz nimmt, wenn man da spazieren Wonder Woman. Geht. Ja. Wonder Woman, ja. Ja. Also der Trailer sieht, hast du den Trailer gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich finde das sehr, ich fand sehr das super, ich habe es zuerst für eine Verarsche gehalten. Ja. Ganz ehrlich, ich habe zuerst gedacht, es geht sehr viel. Ich hab das Plakat gesehen und habe gedacht, das ist jetzt irgendwie. Ich auch. Ja. Es geht sehr viel um Bondage. Also so viel kann man verraten. Auch. Und der unsichtbare Jet kommt vor im Trailer. Im Trailer? Mhm. Ja, okay. Also quasi die Origin Story des Origins von Wonder Woman. Ja. So kann man das sagen. Genau. Ja. Ein Supplement. Star Wars 8 müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, über den Trailer. Sehen, da ist haben ein Star Wars Trailer. Star Wars Trailer, also da haben sie alle. Star Wars Trailer sind mittlerweile wie Colgate-Werbung. Absolut. Also genau, kennen wir alles. Achso, hör mal, was ich noch gesehen habe. Ich könnte noch über einen Film reden. Rede gleich drüber. Ich möchte noch sagen, hast du den Trailer gesehen für Jim und Andy?
Ja, habe ich gesehen. Ja. Ja. Das ist das lange zurückgehaltene Making-of zu dem Film Man on the Moon, der auf Deutsch schmählicherweise der Mondmann heißt. Ja, wo Jim Carrey Andy Kaufman spielt. Jetzt müsste müsstest aber auch zwei Worte darüber verlieren, wer Andy Kaufman ist, weil in Deutschland ist der wirklich... Andy Kaufman war ein absoluter Ausnahmekomiker, hierzulande schwer vergleichbar gab es eigentlich nie wieder. Er hat einfach mal die Regeln der Comedy mal einmal komplett auf den Kopf gestellt, leider sehr früh verstorben an Krebs. Und der Biopic, also die verfilmte Biografie von Milos Forman, jetzt 10 Jahre schon. Der letzte Film von Milos Forman. Ist er tot? Der ist tot. Milos Forman ist gestorben. Echt, der ist tot? Ja, Forman ist tot. Er hat Moulin Rouge gemacht. Nee, Moulin Rouge hat... Baz Luhrmann. Die verwechsel ich immer. Milos Forman ist tot. Ja, hat damals genau. Man kann die beiden sehr gut unterscheiden, weil der eine lebt noch und der andere ist tot. Ja, ja. Und Jim Carrey spielt also diesen Ausnahmekomiker, Andy Kaufman. Der Film heißt Man on the Moon, weil es nach dem Lied von R.E.M. Man on the Moon benannt worden ist. Dieses Lied handelt von Andy Kaufman und auf Deutsch hieß der Film Der Mondmann. Andy Kaufman hat nichts mit Mondmann zu tun. Nee. Duell der Gladiatoren, genau. Tag der Entscheidung. Und das Making-of ist zurückgehalten worden, weil Jim Carrey wohl so in die Rolle gemorpht ist und so methodmäßig ein Method-Man, dass er auch teilweise unausstehlich war während der Dreharbeiten. Ja, ja, genau. Also der ist total in diese Rolle aufgegangen und deswegen hat das Studio das extra zurückgehalten, weil sie nicht wollten, dass er so als Arschloch rüberkommt. Entschuldigung, auf was im Hals. Nee, ich habe gerade eingefallen, dass ich mal einen Tom Selleck-Film gesehen habe, der nur aus seinem Namen bestand, also irgendwie so der Name des Protagonisten, aber der Film hieß dann Tom Selleck in Von Bullen aufs Kreuz gelegt. So hieß der Film. Ich muss das gleich googeln, unbedingt. Wie hieß nochmal der Michael Crichton-Film mit Tom Selleck und Gene Simmons? Spinnen des Todes? Ja, Runaway. Runaway. Spinnen des Todes. War der von Michael Crichton tatsächlich? Also Michael Crichton. Ich glaube, der hat da auch Regie geführt, Michael Crichton, bei dem Film. Meine ich. Ja. Das spielt auf jeden Fall. Michael Crichton hat auch Regie bei Westworld geführt, ne? Bin mir ziemlich sicher. Ja. Ich habe den neulich angefangen und fand, der Anfang war schon sehr geglückt. Das hat mir gut gefallen. Ja. Hast du Westworld noch nie gesehen? Ich habe Westworld gesehen. Hallo. Mann, ey, als noch Dinosaurier über die scheiß Erde wandelten. Und dann habe ich ihn jetzt nochmal angefangen. Ja. Genau. Also, da freuen wir uns drauf, kommt auch demnächst auf Netflix. Merkwürdigerweise nicht gut gealtert, Westworld, der Originale. Tja, das haben wir mit diesem Film wohl gemeinsam, Gary. Ja. Oh, der Satz des Tages. So, da ich als Unbeteiligter halte mich da jetzt mal ein bisschen raus. Vollkommen. Ganz raus. Ja, dann haben wir über die ganzen Filme gesprochen. Ich darf, rede du mal über ja, ganz genau, Colossal. Ich habe Colossal gesehen mit Anne Hathaway, Jason Sudeikis und Dan Stevens. Die Geschichte ist so eine Partyfrau, irgendwie, die in New York arbeitet, im Büro, aber eigentlich nur Tag und Party Nacht macht. Irgendwie Party macht. Die Nacht. Und die aber auch merkt, dass sie nicht so richtig vorankommt. Kannst du da mitreden, die Nacht zum Tag machen? Ja, Dan Stevens spielt ihr Freund, das ist ja der aus Downton Abbey, ganz genau. Und aus Legion. Und der sagt dann, pass mal auf, ich mach mal hier Schluss. Ne, sehen wir zu, dass du mal dein Leben wieder auf der Kette kriegst. Und dann geht sie zurück nach Hause und und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Und zwar taucht in New York? In Südkorea taucht ein Riesenmonster auf, also Godzilla-mäßig. Na, und macht alles kaputt. Cloverfield. Und sie stellt plötzlich irgendwann fest, dass es da eine Verbindung zwischen ihr gibt. Und also wenn sie dann da steht, und vor allen Dingen ist das mit einem Spielplatz, geografisch ist das mit so einem Gebiet, ist das, wenn sie da drauf steht, dann spiegelt sie irgendwie dieses Monster. Dann taucht das Monster in Südkorea auf. Und dann kann sie da machen, was sie will. Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, was ist das für ein Film? Das ist eine Komödie. Tatsächlich ist aber, das ist mal wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass der Trailer in eine komplett andere Richtung führt, wie... Das macht mich total nervös. Sitzt mit der Brille. Weil ich vermute, er schläft. Nein, aber... Man denkt, es ist eine Komödie, es ist jetzt eine lustige Komödie. Eine Frau in Amerika stellt fest, dass sie mit einem Monster in Südkorea zusammenhängt. Sie werden schwer.
Das ist aber tatsächlich nicht schwer. So. Also es ist, ich weiß nicht, wann der Film hier läuft. Ich habe keine Ahnung. Der lief ja auch noch. Das ist der direkt, kommt irgendwann direkt zu DVD. Er ist sehenswert, aber wie gesagt, lasst euch nicht davon täuschen. Das ist nicht wirklich eine Komödie. Er hat lustige Momente, aber im Grunde ist es wirklich ein Drama. Mhm. Ein Drama mit dem Film. Das ist ein Drama mit dem Film. Ja, ja. So. Aber er hat mir Drama letztendlich hat er mich, als ich mich dann darauf eingelassen habe, war er dann gut. Also das, du hast noch Lieblingshorror. Ach nee, da reden wir gleich drüber. Genau. Ich kann euch noch mal, weil ich möchte auch mal über Hörspiele reden, weil ich habe zwei ganz tolle neue Hörspiele gehört. Die Weiße Lilie ist eine, das gab es mal als Download, gibt es jetzt endlich physisch auf CD. Auf drei, die Weiße Lilie, das kommt mir total bekannt vor. Es ist nicht die Schwarze Dahlia. Die Weiße Rose, aber es ist die Weiße Lilie. So, ich habe sie an die Schwarze Dahlia tatsächlich gedacht. Es ist ein Krimi, ein Action-Krimi, spielt auf zwei Ebenen. Oder also in Fleurop der Film. Ungefähr. Also es gibt einen Auftragskiller, der einen Warlord im Kongo umbringen will. Dann gibt es gleichzeitig noch in Boston einen Cop, der einen, das ist eine alte Geschichte, der einen neuen, direkt von der Academy einen neuen Kollegen bekommt und die beiden arbeiten zusammen an einem Fall. Und erst denkt man, die Pferde haben beide gar nichts miteinander zu tun und am Ende verdichtet sich das Ganze. Gibt es auf drei CDs. Einziger Kritikpunkt ist sagen, jede CD ist 40 Minuten lang, das hätte man locker auf zwei CDs machen können. Es sind keine Starsprecher, keine Hollywood-Sprecher. Okay, also es ist ein Hörspiel. Es ist ein Hörspiel. Was soll denn das sonst sein? Ja, das hätte ja auch ein Hörbuch ein, sein ein Musical, können. Ein Musical oder was? Ja, das Entschuldigung, ich hatte Gary, das jetzt am Anfang nicht mitgekriegt. So sehen CDs mittlerweile aus. Ja, ich weiß, Hennes, aber so sieht zum Beispiel auch das S-Hörbuch aus und es ist ein Hörbuch. Ach so, es ist kein Hörbuch, es ist ein Hörspiel. Ja, genau. Es ist ein Hörspiel, okay, alles klar. Ja, Entschuldigung, habe ich mich vertan. Ja, macht ja nichts. Also, und es sind keine Starsprecher, aber alles ist absolut fantastisch gesprochen. Die Sounds sind klasse. Kann ich euch, wenn ihr mal was anderes hören wollt, als immer die Sprecher, die man immer hört, bla bla bla, bla das hier. Dann gibt es eine. Bla, 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 bla. Dann gibt es gibt zu wenig Zombie-Hörspielserien. Ja, das finde ich auch. Hier da haben wir auf jeden dafür. Fall, die Serie heißt Kontamination Z. Contamination Z. Der dritte Teil ist das Haus. Es gibt insgesamt 5 Teile davon. Von den Raumeier. Einen schönen Gruß, das ist eine Co-Produktion. Spielt das in Herne? Kontamimose. Ja, so Hüsne. Ist auf jeden Fall eine ich komme gerade aus Schwaben. Ich habe festgestellt, dass mein Schwaben immer rückwärts spricht. Ich spreche immer so, let's rock, Lord Palmer. Und das ist eine Co-Produktion von Contendo und von Pandora's Play. Auch alles unbekannte Sprecher. Die sind alle toll. Das spielt in Deutschland nach der Zombie-Apokalypse. Oh, das muss ich hören. Oh, ja. Und es beginnt im Harz. Und sie arbeiten sich jetzt weiter vor nach Helgoland, die einzige nicht die Zombies. Von Zombie, nee, die Überlebenden. So, okay. Das wäre blöd, wenn die Zombies dann so, du denn da, mein Arm ist abgefallen, das ist mir schon wieder passiert. Und sie erreichen dann in dieser Folge, Teil 3, Stadt der Kadaver, erreichen sie Hannover. Und ja, was soll denn sonst? Es gibt einen wunderbaren Moment, wo sie sagt, das sind die Ruinen von Hannover. Und dann sagt der andere, das sah vorher auch nicht besser aus. Eine ganz, ganz tolle Serie, Contamination Z von Dale Rahlmeier. Rahlmeier kann ich euch empfehlen als Hörspieltipp. Ansonsten guckt einfach in die neue, warum sagst du jetzt Coca-Cola von den Raiden Roan. Hast du auch früher immer gedacht, du würdest Englisch sprechen und hast in Wirklichkeit immer nur so Raiden, Doden? Nee, das warst leider nur Fantasie du. Fantasie-Englisch gesprochen, Raiden, Washopedio. Ja, ich hab das oft. Ja, also, genau. Ja, das ist so. Ich hab zu meiner Mutter damals gesagt, ich brauch kein Englisch mehr lernen, ich kann das schon. Raiden, Doden, Ich hab zu meinen Eltern gesagt, ich brauch keinen Führerschein, ich brauch kein Mathe lernen. Hier, guck, 1 plus 2 sind 17. Das kann was. Mein Sohn spricht auch deutsche Worte mittlerweile Englisch aus. Da hat ein Spiel gespielt, da kamen Tiere und Pflanzen her. Tires and Flans. Tires and Flans. Ich hab ziemlich gelacht, fand ich sehr gut. So. Tires and Flans. Ich fand das auch sehr, sehr lustig. Flans und Blumen, wie in Hamburg. Ja, das ist Flans so. Flans und Blumen, ja. Tires and Flans. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich habe die Hörspiele vorgestellt. Bin gerade aus dem Zug gestiegen. Ich habe gerade gestern das neue Buch von unserem lieben Freund Tobi Katze gekauft. Nach dem wunderbaren Bestseller. Heute ist leider, morgen ist leider auch noch ein Tag. Ein wunderschönes Buch über Depressionen, muss man so sagen. Ist jetzt der Best-Bestseller rausgekommen. Das wusste ich auch noch nicht. Dass es nicht nur Bestseller gibt, es ist ein Best-Bestseller. Was heißt das? Das Buch heißt Immer schön die Balance halten. Ist ein Roman über eine Frau,
also er schreibt als Mann. Am Limit. Eine Frau am Limit? Eine Frau am Limit, die einen Job hat bei einer Versicherung, früher Autorin war und jetzt. Ich liebe schon allein, noch alles schräg gesetzt. Alles schräg, ganz toll. Ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen und Tobi stieg ein. Nein. Und ich hielt ihm erstmal sein Buch und sagte, Katze, kann ich ein Autogramm haben? Und das gleiche ist mir zweimal mit Campino passiert, von den echt? Toten Hosen. Jo. Ja. Und was hat er gesagt? Ja, gar nichts. Er ist an mir vorbeigegangen. Also einmal ist er mir in Köln aus dem Zug entgegengekommen und das zweite Campino. Mal... Campino? Kannst du meine Campino-Geschichte hören? Ja, ich habe auch eine. Und das zweite Mal, da habe ich auf meine Verwandten gewartet, die aus Schottland kamen und da kam er aus dem Flieger. Also beziehungsweise aus der... Ich habe mich mal an Campino so überfressen, mir war so schlecht. An Campino, ja. Ich war in Berlin, fuhr zur... Als der Echo war in Berlin, war zeitgleich nur im Ersten. Heißt es nicht das Echo? Nein, heißt es nicht. Ja, ist ja gut. Man muss auch Birne können. Ja, aber Artikelwitze sind das allerletzte. So, ich habe dann... Ne, ich war das Ufer, im Ufer. Sowas ist das lustig. Das Event. Sowas. Okay. Event. Event. Türkischer Herrenvorname. Ich habe... Campino? Ich musste kacken. Im ICE nach Berlin. Das sind die besten Geschichten, die so anfangen. Ja, ganz genau, finde ich dann, auch. Da ich sehe, dass einer durch die Tür kommt, wo aufs Klo muss, dann bin ich schnell rein und habe dieses Klo aber so kapital zugemacht. Das war wirklich, ne? Wenn jemand in die Oberkante... Wenn jemand hinterlassen die Toilette so, wie sie vorzufinden wünschen, hätte einer dann zwei Tage renovieren müssen. Das Klo so zugemacht und dann war draußen ein wütendes Klopfen. Ich habe gesagt, lass mal locker, ich bin am Scheißen. Mache die Tür auf und vor mir steht Campino. Und ich sage, hey... Und bin dann wirklich, mich so geschämt nach 10 Sekunden, dass ich in einem anderen Waggon ausgestiegen bin. Echt? Ja. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Hat er auch gekriegt, Unendlichkeit. Ja. In einer Welt, da ist ihm die Idee für das Film. Da habe ich einen Cover gemacht, da ging rein und sagte, hey, smells like Teen Spirit. Weil das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz entsetzlich, was ich da... Ich hatte da Kapital, einen Wachmann. Fäkalhumor. Schreibt uns doch eure beste Kackgeschichte. Nein, hör doch auf. Beste, warum nicht? Nee. Campino hat mich mal verglichen mit Optenhövel. Er hat gesagt, ich sehe aus wie der kleine Bruder von Matthias Optenhövel. Und da habe ich ihn gefragt, ist das jetzt ein Kompliment? Und dann sagt er, nein. Das ist meine Campino-Geschichte. Warum müssen wir echt mal einladen zum. Der Schlagzeuger von den Hosen ist super nett. Ja, weißt du, was wir immer sagen, wem wir alles einladen müssen, das ist so, wie wenn man früher gesagt hat, ich finde, wir sollten echt mal Silvester in einer Blockhütte verbringen. Nur, weißt du, so. Genauso ist es. Hat man nie gemacht, wird man auch nie machen, aber das sollten wir mal machen. Dieser Vorsatz. Tobi Katze, den müssen wir mal einladen. Da waren wir völlig von weg, ey. Tobi Katze, ich habe das noch nicht gelesen, das davor schon, schreibt fantastisch. Er kann ganz wirklich, toll. Wirklich gut schreiben. Und je mehr Platz du ihm gibst, desto geiler ist er. Nimm mal deine Sachen. Nimm mal meine Sachen. Markus? Markus? Ach, wo wir gerade beim Thema sind. Ja. Der neue Asterix ist raus. Ich bin gebeten worden, ein bisschen was dazu zu sagen, weil ich konnte vorher... Das reicht schon. Ich konnte vorher nichts dazu sagen, weil ich durfte ihn nicht reingucken. Ich war in Berlin, ich hatte ein Gespräch. Man kann da auch gar nicht reingucken, wenn der umkippt, bedeckt er die Innenstadt von Castrop-Rauxel. Weißt du, das ist ein Riesenteil. Ich habe die Sonderausgabe jetzt einfach mal hier, die kostet 50 Euro. Und ich war auf der Buchmesse und habe die Zeichner und den Autoren... Was heißt, ich habe sie nicht getroffen. Ich war zusammen, ich stand... mit ihm zusammen auf dem Balkon. Das Problem ist, dass Jean-Yves Ferry und der Didi Conrad, dass beide Franzosen sind und mein Französisch ist total Merde und ich konnte nicht sagen, schon, hallo, ein Baguette. Markus, ganz kurz, Gott sei Dank. Da ist er, unser lieber Chef hier vom Little Nemo. Hallo, ja, beug dich mal rein. Ja. Sag mal was zum Asterix. Wie findest du den, hallo, Markus Pfeffer, wie findest du den neuen Asterix? Ich finde den neuen Asterix sehr gut. Findest du ihn so gut wie den letzten? Ich finde ihn fast so gut wie den letzten. Ja, ich finde ihn gut gezeichnet. Es ist viel Humor drin, aber es ist für mich kein Klassiker. Ein Klassiker wird es nicht werden. Nein, aber er verkauft sich doch gut. Warte, das tut er. Auch im Little Nemo hier in Bochum, Südring 82. 62. 62, kommen auch Sie. Also, kaufen Sie den. Es gibt ihn in verschiedenen Versionen. Im Softcover für eine kleine Mark und im Hardcover für 12 Euro. Und ist die, als Daumenkino für 1,99 Euro. Und das ist die Version, die und da hört man die Sprecher dann auch nicht. Die gibt's nicht mehr. Haha, die gibt's nicht mehr. Ich hab sie aber. Das war wohl... also, war das meine Tasse? Ja, ne, das war, oder? War das meinst du? Ich bin mir nicht sicher. Hast du noch irgendwas zu essen? Wo du gerade auf dem Klo warst, hast du noch irgendwas zu essen? Ich habe Bonbons und Salzbrot. Das,
Verarschen. Das wäre ein schöner Podcast-Cosplayer. Ich will was ganz Normales zu essen haben. Hast du vielleicht ein Joghurt, Bonbons und Salzbrot? Vielleicht ein Mach mir einen Tritop Absinth, du Affe. vielleicht ein Campino, einen roten, aber nur. Joghurt, Bonbons und Salzbrot. So, Gary, halt mal deine Brocken in die Kamera. Ich habe mal meine Brocken. Hier, ich habe mir Mel Brooks Blazing Saddles gekauft. Ja. Endlich ist er raus, auf Wieso Deutsch. Endlich ist er? Ja. Ist das so? Ist er nicht auch mit Harrison Ford? Nee, das ist ein Rabbi geht nach Wilden Westen oder irgendwie sowas. Also mit Gene Wilder und Harrison Ford. Spielt auch Gene Wilder mit. Da spielt Gene Wilder mit, aber nicht Harrison Ford. Darf ich mal sagen, den habe ich nie gesehen. Echt? Darf ich den gucken? Ja, sehr. Naja, danke schön. So, dann haben wir noch hier von unserem lieben Kollegen Michael Holtschulte. Genau, der hat nämlich ein Malbuch des Todes. Genau. Und das darf ich jetzt schon verraten. Weil das ist ja ein Trend. Darf ich das jetzt mal kurz verraten? Dieses Malbuch des Todes ist in der nächsten Mystery Box drin, was die Mystery Box etwas entmystifiziert. Ja. Aber er hat es für uns, für euch signiert auf der Buchmesse, wo ich ihn auch noch traf. Ein geiler Typ. Und ein super Typ. Schönen Gruß. War ein schöner Podcast. Genau. Mit der kann man, also mal, es gibt sogar die Stifte extra dazu. Die sind also grau, schwarz und ganz dunkles Grau. Ach, guck mal hier mit Jason grau. Und mit, alles mit, drin, alles mit drin. Predator. Was hast du denn da noch? Es gab... Predator und da Dingen. Und guck mal, da ist auch S. Chucky. Guck mal, wer ist da alles? Chucky. Das ist nicht S, das ist Pennywise. Da ist, guck mal, da ist Michael Myers. Wenn du darüber sprichst, halt's auch in die Kammer. Predator. So, es gab in Tor. Wo wir gerade bei Gene Wilder sind. Es gab nämlich in Tor eine Szene, die sehr an einen anderen Film erinnert hat, nämlich an. Genau, an Willy Wonka in the Chocolate Factory. Da habe ich mir dieses schöne Making-of-Buch geschossen. Geschossen heißt bei eBay. Nee, bei Amazon. Bei Amazon? Ja, da werden ja auch manchmal. Das hat 9 Euro gekostet. 9 Euro? Ja, da mal. Wusstet ihr, dass der in Deutschland gedreht wurde? Ja, ne? Nein. München, doch. In den Ari-Studios? Oder in Berlin, das bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall wurde er. In den Ari-Studios. Auf jeden Fall wurde der komplett in Deutschland gedreht. So, und hier, drin? Thorsten, hier habe ich jetzt was für dich. Hier habe ich mal wieder Gary Streberg, King of Coffee Table Books, über den Godzilla-Erfinder. Wie heißt er noch? Eiji. Wow. Das ist schön, wenn man mal so im Audio-Podcast auch. Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt gerade ein Buch ein Coffee-Table-Buch in die Kamera gehalten. Also noch nicht so richtig, aber mache ich gleich nochmal. Über den Godzilla-Erfinder Eiji. Wie spricht man den Namen aus? Thorsten, hilf mir mal. Eiji zu. Eiji. Shiburawa, glaube ich. Ja, genau. Also wirklich so ein Behind-the-Scenes von sämtlichen Godzilla-Filmen. Hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen, ja. Genau. Da wusste ich, dass das dem Moment, besonders das war, den das war ein Mann in einem Gummianzug, Godzilla? Ja, tatsächlich. Meine ganze Illusion ist jetzt. Ah, da gibt es ein super Foto sogar. Da oder Infra-Superman und... Wo Godzilla einen Regenschirm auch in der Hand hat. Ja. Mit einer jungen Frau durchs Studio geht. Fantastisch. Das ist, ja... Sind ganz viele Fotos im Moment im Umlauf von den Dreharbeiten zu E's. Es heißt wohl, glaube ich... E's? Ja, ich komme ja gerade aus Süddeutschland und die sagen alle E's. Weil sonst heißt es S, heißt ja... Ja, weil sie es nicht erkannt haben. So, es heißt E's S, und über S. S. So. S. Es gibt ganz viele Fotos von Tim Curry als Pennywise, wie er eine Zigarette... In einem Bademantel in der Kippe, ja. In der Kippe und wie er einen Regenschirm hat und so. Also das ist alles sehr, sehr, sehr süß. Das ist ein schönes, schönes Buch. Das Buch heißt... Gary? Ja, ich weiß es nicht. 19 Euro, glaube ich. 19 Euro. Also 19, also knapp 20. Ist das ja nicht. So viel Coffee Table kann ja kein Mensch haben. Das so viele doch, wieso? Kaffeetische, so viel Kaffee kannst du gar nicht trinken. So viel Koffein kann doch kein Mensch aufnehmen. So viel Kaffeebücher, wie du hast. Nein, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, also für jeden Godzilla-Fan, für jeden und für alle anderen Monster-Fan auch. Ist das natürlich ein Muss. Und damit ist auch dieser Podcast, neigt sich dieser Podcast so? Ja, dem Ende zu. Ganz genau. Und wir sagen gemeinsam. Es war ein sehr informatives Gespräch, was wir hatten. Auch wenn halt nochmal in die Kamera, Thorsten. Der eine oder der andere, vor allen Dingen, ich meine jetzt nur einen, die meisten Filme gar nicht gesehen haben, aber ist egal, wir können darüber sprechen. Wir sind so toll, dass wir auch über Filme sprechen können, die wir gar nicht gesehen haben. Nee. Das soll uns erstmal einer nachmachen von den Kollegen, bitte. Ja. Also so viel Zeit muss sein. Ja. Wir bedanken uns und guckt auf jeden Fall unseren zweiten Podcast, unsere. Genau, da werden wir nämlich die Zuschauer. 41.1, ne? Oder 41.2. Das ist dann 41.1. 41.2, jetzt 41.1, was wir jetzt machen. Das ist, dann ist es 41.2. Ja, genau. Ja, ganz genau. 41.5.
Genau, also wie gesagt, wir lagern das so ein bisschen aus. Also und, wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt. In 14 Tagen geht es dann weiter. Genau, wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt, ob ihr die Mystery Box gewonnen habt, dann müsst ihr diesen nächsten Podcast gucken. Wenn ihr die nächste Mystery Box gewinnen wollt, dann müsst ihr ihn auch gucken, denn das, also die Frage stellen wir auch in dem 41.1. Und wenn ihr eure Fragen beantwortet gehört haben wollt, hast du richtig formuliert? Ja, so ungefähr. Dann müsst ihr den auch gucken. Merkst, also, du kannst mit Wörtern umgehen. Ja. Ich mache das beruflich. Genau. Und das letzte Wort hat wie immer Gary der Strieber. Ja, alles Gute auch beruflich. Tschüss. So macht man ein Ende. Man hört einfach auf. Okay. Ohne dass jetzt noch einer danach noch labert. Genau. Wir machen ja nichts. Willst du nicht irgendwas sagen? Nee. Pillemann muss auf Toilette oder irgendwie. Warum werden mir immer diese Zotigkeiten hier unterstellt? Weil er redet vom Kacken. Oh, ich kann nicht mehr! Er redet vom Kacken die ganze Zeit. Ja, gut. Ja, weißt dann du machen was? Wir machen jetzt erstmal raus. Nein, nicht, aber es ist, Entschuldigung, das war schon Thema. Musst du sagen. Ja, ist ja auch. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bender und Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, weißt du, man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspanner. Kann man da unten, da. Oh, da genau, da? Auf deinem Gesicht, da. Auf meinem Gesicht. Ja, hast genau. Du das dahin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Schön. Also, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann man sollte das machen. Dann ist man immer kann man voll dabei. Hm? Und so, wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.